Yeah, hey, wir sind schon live. Hallo und herzlich willkommen und schönen Abend hier beim ersten Mal Keller Talk mit mir, Thomas, und... Hallo, Christopher. Wie geht's dir, Christopher? Alles okay, oder? Ja, wir haben gerade geredet, dass wir ein bisschen nervös sind, aber es geht uns eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ja, noch, also Blutdruck ist hoch, Puls auch, aber wir leben. Die Vorbereitung war schon die größte Gaude für mich, muss ich sagen. Das stimmt. Wir haben ja jetzt schon eine Stunde lang gelacht, also ich hoffe, wir können die Leute noch entertainen. Ja, wir wollen ja halbwegs seriös sein. Das auch, ja. Ich trinke mal was. Wollen wir ein bisschen was zu uns sagen vielleicht? Ja, also wer bist du eigentlich? Christopher, 33 Jahre alt, zwei Töchter, eine Freundin, ich wohne da in Münchendorf und kenne dich schon mein ganzes Leben lang. Wirklich? Warum leicht? Weil du mein Cousin bist. Echt? Da muss ich mit meinen Eltern reden, glaube ich. Sag auch andere Worte. Ich bin der Thomas, bin noch 29 Jahre alt, studiere Medizin, habe auch eine Freundin und ja, wohne auch in Münchendorf. Wer ist eigentlich noch da? Wer ist das eigentlich? Er ist noch mal da. Er ist noch mal da. Warte, ich schau kurz, wie er heißt. Ja, ich bin Patrick, also Influencer hier heute. Und ja, 22 Jahre alt. Und ja, genieße so mein Leben gerade. Das ist, was Influencer machen. Das ist so das, was wir uns unter Influencer vorstellen. Ja. Genießen. Eigentlich wollen wir auch, also das ist auch unser Start, Influencer werden. Wir wollen auch Influencer werden, ja. Nein. Also man sieht ja Fitness-Influencer unter sich, halt. Ja. Welche die schon sind, welche die noch werden wollen. Heute ist Tag 1 unserer Fitness-Karriere. Ja, genau. Wieder mal eine neue Date beginnen. Ab heute. Kennst du die Morgen-Date? Die beginnt immer morgen. Also das hast du anscheinend noch nie gehabt. Die beginnt immer am nächsten Tag. Das ist ein anderes Geheimnis offensichtlich. Ja. Du sagst, du bist Influencer. Was ist ein Influencer? Also beschreib das mal kurz. Also ein Influencer ist... eine Person, die im Social Media eine große Reichweite hat und dem Brands, also mit Brands einfach zusammenarbeitet und für die quasi Werbung macht, auf der persönlichen Art und Weise, sage ich mal. Also ganz simpel. Jetzt ist Influencer ja auch beeinflussen sozusagen. Genau. Würdest du sagen, das ist ein verantwortungsvoller Job oder ein verantwortungsvoller Bereich? Schon. Also man sollte schon schauen, was man von sich gibt und so, weil ja, man weiß nie, wer da so im als Follower da ist, weil es schon einige, also bei mir eine relativ große Reichweite ist und man muss schon natürlich schauen, was man da so von sich gibt und was. Also ja. Auf jeden Fall, ja. Du hast jetzt zwei Dinge gesagt. Das erste Wort war persönlich, das zweite Wort war große Reichweite. Wir haben heute, das möchte ich nur kurz erwähnen, ein Extra für dich und zwar wir haben einen Live-Chat, das heißt, deine Community, deine Freunde, Bekannten, Verwandten, wie auch immer, können dir live hier Fragen stellen. Sehr schön. Du musst uns dann Rede und Antwort stellen. Also wir werden die Fragen dann auch für dich vorlesen. Ja, ja. Und genau, also ich hoffe, das passt für dich. Ja, klar. Sehr gut. Du kommst auch aus Münchendorf? Ich komme auch aus Münchendorf, hier geboren und bis jetzt noch immer hier. Was mich am meisten interessiert ist, jetzt hast du erklärt, was ein Influencer ist, aber wie hat das bei dir begonnen? Schon vor langer Zeit, also 6 Jahre circa, 6, 7 Jahre, habe ich begonnen mit einem Freund, mit Lukas heißt er, der jetzt mittlerweile auch schon 130.000 Abonnenten hat auf Instagram. Mhm. Ja, wir haben, keine Ahnung, wir haben uns immer gut verstanden, sind halt rausgegangen, haben uns immer mit Fotos schon ein bisschen beschäftigt, haben gerne halt Fotos gemacht und das halt geteilt. Und genau, den einen hat es taugt, den anderen nicht, aber uns war das ziemlich egal. Und ja, nach einer Zeit, ist so eine erste Brand quasi von uns aufmerksam geworden, weil wir halt sehr interaktiv waren. Und das war Paul Hewitt, glaube ich, war also die erste Brand, was auf uns zukommen ist. Und ja, da haben wir einfach gemerkt, okay, da ist Potenzial, weil wir haben dann auch, also wir haben 100 Euro oder so gekriegt, die erste Kooperation ist so geil, du postest ein Bild und kriegst 100 Euro, so chillig. Und ja, dann haben wir gesehen, einfach da ist Potenzial, wir machen mehr. Und dann haben wir angefangen, uns da halt reinzufuchsen, sind halt immer dran geblieben, haben uns Equipment gekauft, dass wir besseren Content machen können und sonstiges. Ja, so hat das Ganze begonnen. Okay, ich möchte da kurz einhaken. Wir hatten schon haben tatsächlich schon die erste Frage. Das sind sogar zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie bist du dazu gekommen, Influencer zu werden und wie lange schon? Okay. Also das hast du jetzt... Ja, das habe ich eigentlich eh schon so gut wie beantwortet. Genau, seit 6 Jahren hast du gesagt. Seit sechs, sieben Jahren ungefähr. Und ja, ich bin da so reingerutscht. Also ja. Ich habe jetzt nicht so von heute auf morgen gesagt, ich werde jetzt Influencer, sondern ich habe immer das gerne gemacht, was ich gerne mache. Ja, ja. So. Ja. Schon klar, ja. Und das einfach den Leuten gerne geteilt. So ergeben, ja, das hat sich alles so ergeben. Also na, was habt ihr so fotografiert? Was war damals irgendwie interessant, oder?
Halt Vögel oder so, ist langweilig. Ja, also uns eigentlich. Ja. Ah, ja, also, ja. Ja. Also, das ist nicht langweilig. Schöne Sache. Ja, genau. Ja. Wir haben halt, also mit meinem Kollegen, der Lukas, wir haben halt auch zusammen begonnen zu trainieren und so ist das Ganze dann halt. Also ich hab auf meinem Instagram-Profil tatsächlich auch mich fotografiert. Ich habe außer meiner Mama und von meiner Familie keine Follower. Also irgendwas mache ich falsch. Ja. Was würdest du einem Influencer empfehlen? Bitte frag jetzt nicht, was du falsch machst. Wieso, der Körper kann es nicht sein. Genau. Na, was würdest du einem Influencer empfehlen, der ganz am Start ist seiner Karriere? Wie funktioniert das? Wie wird man wirklich dann Influencer? Weil irgendein Ereignis, wo du sagst, okay, ab da hat es auf einmal, bam, auf einmal ist es losgegangen mit den Followern oder war da irgendwas? Genau, gab es irgendwie so ein Foto, wo halt verhältnismäßig viele Follower dann nackt eben waren? Zum Beispiel nackt geht am immer Strand. Gut. Geht immer gut. 19.05, gell? Schon noch Kinder zu. Ja, also, was ist jetzt die Frage genau? Ja, ob es ein besonderes Foto gegeben hat oder ein besonderes Event, wo dann viele, also relativ viele Follower dann kamen sozusagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn heute wer starten möchte mit so Influencer, dass er sagt, okay, ich habe in ein paar Monaten 10.000 Follower, ist sehr unmöglich. Also du musst da schon was sehr Ausgefallenes, was Neues irgendwie am Markt bringen, sag ich mal, dass du da... Schon ein bisschen überlaufen, gell? Ja, es ist schon sehr... Also ich habe halt das Glück gehabt, dass ich relativ früh begonnen habe in die ganzen... Früher, vor 6 Jahren war das noch nicht so bekannt, dass... Leute, Influencer oder so, das generell das Wort, Begriff war noch nicht so bekannt. Und da ging das aber ziemlich gut noch. Also ich merke es bei mir, jetzt geht's, also ich stehe sozusagen mit Follower und also da geht nicht mehr viel hoch. Aber früher, es war so halt bei bestimmten Posts, der Algorithmus war noch ganz anders auf Instagram. Also du bist in Hashtags. Algorithmus. Ich glaube, da schlagen wir kurz, da haken wir kurz ein. Das ist ein Algorithmus. Ja, bei Instagram. Wann, wie dir, also wenn du was postest, wen das alles gezeigt wird. Ich habe jetzt zum Beispiel knapp 80.000 Follower und wenn ich eine Story mache oder ein Feed post, dann sehen das nicht 80.000 Leute. Aha. Sehen einen bestimmten Prozentanteil, weil einfach Instagram die Reichweite einschränkt. Also ist es jetzt so, weil Instagram hatte die Funktion, du kannst Werbung kaufen, also du kannst die Reichweite kaufen. Und das ist deren Ziel halt, sie schränken deine Reichweite so mit ein. Dass du es kaufen musst. Dass du kaufen musst, ja. Aha. Mhm. Das heißt, du erreichst nicht mal deine eigene Community eigentlich dann, oder? Ja. Aha, das ist spannend. Aber früher war das so, da hat es einfach früher war das eben so, genau. Da war das noch nicht so eine starke Werbeplattform, sage ich mal. Ja. Und da konnte man noch organisch, sage ich mal, sehr gut wachsen. Na, und könnte man dich das scrollen quasi, also wenn ein User von dir ewig lange scrollt, kommt er irgendwann auf deinen Post an oder ist er wirklich nicht ausgewählt und würde den gar nicht sehen? Das, also der Algorithmus ist so, wenn ich dich jetzt zum Beispiel auf Instagram sehe, okay, ja, der hat interessante Fotos, schaue ich mir mal an. Instagram checkt sofort, okay, ich schaue deine Fotos an, du weißt genau, welches Foto schaue ich mir an, was mich interessiert. Und dann am nächsten Tag wirst du wahrscheinlich nochmal vorgeschlagen. Und dann, okay, schaue ich mir nochmal an, dann weiß Instagram, okay, du bist interessant für mich, du wirst mir öfters gezeigt. So. Okay, verstehe. Genau. Und ja, so funktioniert das. Mhm. Wir haben schon wieder einige Fragen. Die nächste Frage ist, wie viel Zeit investierst du prinzipiell in diese Tätigkeit? Also, oder wie schaut dein Tagesablauf dazu? Also das möchte ich ergänzend dann noch dazu fragen. Ja. Wie ist das so? Also wie viel Zeit verwendest du pro Tag für deine Tätigkeit als Influencer? Als Influencer? Ja. Also das ist ja dein Beruf jetzt, oder? Ja, also es ist so 50-50, ich habe halt eine Agentur auch noch. Ja. Und das ist halt eher 50-50, also ich mache beides so gar nicht. Okay. Also als Influencer selbst, sage ich jetzt, wenn ich auf meinem Account was mache, ist schwierig zu sagen, was im Monat oder was? ist nicht angegeben, also du kannst das selber wählen. Du darfst selber entscheiden, ob du pro Tag, Woche, ja. Also wenn ich sage, am Tag, natürlich ist nicht jeder Tag gleich, aber so ungefähr schon, also 3 bis 4 Stunden schon am Tag. Ja. Aber nicht immer Content produzieren, sondern auch halt mit der Community interagieren wahrscheinlich. Alles mögliche, da fängt es an von E-Mail schreiben mit ganzen Firmen, hin und her chatten, dann telefonieren mit Firmen, Verträge ausmachen. Das ist so der erste Punkt, dann eben Content kreieren, dann den bearbeiten. Beziehungsweise davor eine Idee haben, wie bringe ich das am besten rüber, sodass es sympathisch rüberkommt. Und ja, was dann noch? Du hast gerade gesagt, sympathisch rüberkommt. Das heißt, eine Firma schreibt dir, eine Marke oder so, sie wollen was vermarkten. Ja. Das Konzept, wie du das zeigst,
ist das schon dein Bereich sozusagen oder kriegst du da teilweise sehr genaue Vorgaben, wie du Dinge zeigen unterschiedlich. Sollst? Also es gibt Firmen, die sehr strikte Vorgaben haben, wo ich nicht der Fan davon bin, weil ich das dann, weil ich da halt sehr eingeschränkt bin mit meinem persönlichen, wie ich rüberbringe, dass es authentisch bleibt, mein Account, weil ich möchte halt, dass es authentisch bleibt. Und deswegen nehme ich da eigentlich nur Firmen an, wo ich relativ frei bin und das so gestalten kann, wie ich mag. Es kam entsprang ja der Kreativität, also dem Sinne für Kreativität. Ja, genau, und, okay. Ich fasse die zwei Fragen zusammen, weil sie von derselben Person sind. Kann man gut davon leben, ist die erste Frage. Und was du für eine Agentur jetzt gerade beschrieben hast. Das ist beides vom selben, deswegen fassen wir das zusammen. Also es ist auch sehr unterschiedlich, weil viele fragen, ab wann kann man davon leben, mit 10.000 Follower oder mit 20.000. Es ist sehr unterschiedlich. Ich kenne Leute, die leben mit 10.000 davon. Relativ gut, also relativ, ja, ganz normal eigentlich so. Und es gibt auch welche, die haben 50.000 und leben aber nicht so gut wie du mit 10.000. Mhm. Weil, also da ist auch in dem Markt ist sehr viel Connections, sag ich mal, auch wichtig. Mhm. Also man muss halt auch Leute kennen. Ja. Jetzt weiß ich bei YouTube, muss man kurz, da gibt es pro Kategorie, kriegst du verschieden hohe Geldbeträge pro Werbung. Weil manche Dinge sind mehr überlaufen, da kriegt man weniger. Ist es bei Instagram auch so, dass man halt im Fitnessbereich vielleicht ein bisschen mehr pro Post bekommt als im Wissenschaftsbereich oder so? Also gibt es da Unterschiede? Ist dir das bekannt? Yes. Ich glaube, wenn man sich für was spezialisiert hat, ich zum Beispiel jetzt Fitness zum Beispiel, wenn ich oder ein Typ, der nur Fitness macht, wirklich nur Fitnessernährung und das Ganze drumherum, dann hat der halt einen Wert und wenn so Kooperationen, was Fitness angeht, dann kann der halt viel verlangen, weil der halt genau diese Community hat. Wenn jetzt irgendeine andere Firma daherkommt und sagt, ja, weiß nicht, für irgendein Spiel was bewerben, dann nicht so. Ja, nicht, du hast die, okay, verstehe. Und würdest du sagen, dass du aktuell von dem, was du jetzt bekommst, also sind das eher so Sachgeschenke, also bekommst du eher so, ich sage jetzt mal, eine Monatspackung von irgendwelchen Supplements für die Ernährung, also so Ernährungsbooster oder wie auch immer, oder ist es eher so, dass du wirklich eher Geldbeträge bekommst, oder ist das das, was du sagst, wo du es dir aussuchen kannst, welche Kooperationen du dann annimmst? Also aussuchen kann ich mir auf jeden Fall, also es ist unterschiedlich manchmal, jetzt zum Beispiel vielleicht eben am 3. Mai hoffentlich nach Portugal und da haben wir jetzt ein Surfcamp mit denen eine Kooperation, wo wir einfach eine Woche gratis wohnen können. Wir haben Surflehrer, wir haben Verpflegung, also es ist alles dabei und dafür kriegen wir halt jetzt kein Geld, aber wir haben halt alles so zur Verfügung. Also es kommt immer drauf an, aber grundsätzlich so, wenn ich Kooperationen so auf meinem Account mache, dann ist schon ein Fixum eigentlich vorgegeben. Mhm. Okay, da darfst du dann surfen, gratis Flug, dort wohnen und so weiter, aber im Gegenzug sind es 10 Posts, die und die Länge und so, ungefähr, also ist ein Katalog sozusagen. Ja, genau, also das haben wir denen einfach so vorgeschlagen. Und, ja. Ah, und ihr seid mehrere Influencer? Also ich mache das mit Dennis, wie gesagt, mit dem ich die Agentur habe. Ah ja. Und ja, also... Beschreib mal kurz vielleicht diese Agentur, oder sie schon zweimal gefragt haben, was heißt das? Also wir haben eine Social Media Agentur, also wir machen eben für Firmen, betreuen das komplette Social Media. Also wir machen Influencer-Kampagnen, wir kreieren Content für die, machen professionelle Videos. Wir haben letzten Sommer auch ein Image-Video gedreht, was RTL, RTL 2 und Fox sogar im Fernsehen ausgestrahlt worden ist. Also solche Sachen machen wir dann. Mhm. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mich sehr interessiert. Jetzt hast du ja doch mit 80.000 Followern schon eine Reichweite. Ja. Nutzt du deine Reichweite auch für etwas für dich Gutes? Also gibst du quasi, engagierst du dich für die Umwelt oder ist irgendwas, also, solche Sachen meine ich. Also ist es irgendwas, wo du sagst, okay, da möchte ich irgendwas zurückgeben in dem Sinne? Ja, schon. Also in Zukunft ist das eigentlich mein Ziel. Okay. Ja. Willst du darüber reden, was du da vorhast, irgendwie zu machen oder ist das noch nicht konkretisiert? Das ist noch nicht konkretisiert, aber ich möchte auf jeden Fall was Nützliches machen sozusagen, also jetzt nicht nur so für eine Brand irgendwie so hoch zu skalieren, sondern ich möchte dann halt wirklich in Zukunft echt was eigentlich für die Welt machen, so umwelttechnisch. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ein cooler Ansatz. Es gibt schon viele Influencer, wenn ich das so richtig verstehe, die halt auch sich versuchen eben für Umwelt einzusetzen oder zum Beispiel manche für Tierrechte einsetzen. Ja. Also ich glaube, viele nutzen ihre Community auch, um etwas ein bisschen zu bewegen. Also ich glaube, das ist sehr cool. Ja, ich glaube auch, da steht auch, sind Influencer eine aussterbende Rasse? ich verbinde es jetzt mal mit dem, vielleicht muss man mehrere Themengebiete schon ansprechen, um da
interessant zu bleiben, sich auch um Umwelt zum Beispiel zu kümmern und so weiter, vegane Ernährung vielleicht, also solche Dinge. Aber egal, wenn man die Frage, seid ihr eine aussterbende Rasse, wenn ich dir einfach so weitergeben darf. Ob wir eine Influencer eine aussterbende Rasse sind? Ja, da steht da. Sind Influencer eine aussterbende Rasse? Fühl ich jetzt nicht. Nein. Ich glaube auch, dass das noch viel größer wird, also dass das noch auf jeden Fall weitergeht in die Richtung, weil es ganz personalisierte Werbung ist für ganz eine personalisierte Zielgruppe, die man erreichen will und eben auch kann. Ja. Jetzt ist eine interessante Frage gekommen. Ich nehme an, über die hast du dir sicher schon mal Gedanken gemacht. Was machen Influencer in der Pension? Also zahlst du jetzt in einen Pott quasi für dich privat ein? Oder wie schaut deine Pensionsvorsorge aus? Ja, mit 22 sind das die allerersten Gedanken, die man hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, über sowas habe ich mir noch nicht viel Gedanken gemacht, weil ich einfach jetzt, hier und jetzt. Na, wo wir schon bei so Finanzinformationen sind, musst du dich selber versichern und so weiter. Also bist klar, du quasi selbstständig. Gewerbe, Das heißt, du stellst ein Honorar und davon zahlst du deine Beiträge ein. Ja. Okay. Mal. Das ist eigentlich so unkompliziert. Ja, ich wollte sagen, wenn ich so bin 22, das kann jetzt nicht jeder 22-Jährige. Also ich habe das Glück, dass ich mein Papa schon 30 Jahre selbstständig ist und mir einiges abschauen kann. Ja, okay, verstehe. Beziehungsweise mich hier. Was hast du vorher gemacht, bevor du Influencer wurdest? Also was ist deine Ausbildung oder was hast du da gemacht? Vieles. Also grundsätzlich bin ich gelernter Tischler. Genau, das habe ich gelernt. Gut zu wissen. Also wenn ich das nächste Mal irgendwas brauche. Gerne, gib Bescheid. Na, es war ein cooler Beruf, aber die Kollegen haben es mir ein bisschen vermisst, sage ich mal. Dann wollte ich ein bisschen mehr mit, nicht nur in der Werkstatt stehen, ein bisschen mehr mit Leuten so unternehmen, also was mit Leuten arbeiten. Dann, was habe ich dann gemacht? Dann war ich im Verkauf, im Möbelverkauf. In 2-3 verschiedenen Möbelhäusern. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist auch nicht so meins. Dann habe ich mal Flugbegleiter probiert. Mhm. War ich ein Jahr Flugbegleiter. Das war schon ein sehr cooler Job, muss ich sagen. Aber ich habe schon immer so das Ziel gehabt, selbstständig zu sein. Und das Instagram ist halt nebenbei immer gelaufen. Also das habe ich halt immer nebenbei gemacht bei allen Berufen. Und habe mich dann einfach entschlossen, das hauptberuflich zu machen. Bist du auf anderen Plattformen auch noch vertreten? Auf TikTok. Okay. Aber sonst eigentlich nicht mehr. Eine weitere Frage. Wie haben deine Eltern reagiert? Oder was war gab es denn so eine Art Outing, wo du gesagt hast, okay, Mama, Papa, ich bin aber jetzt Influencer. Ich schmeiße alles hin quasi. Ich stecke alle meine Karrierewege jetzt da rein. Gab es dieses Gespräch? Und wenn ja, wie haben deine Eltern darauf reagiert? Nein, gar nicht. Also ich war, wie soll ich sagen, also egal was denn jetzt nicht, aber ich habe immer schon machen können, so was ich wollte, und sie haben nie, sind nie irgendwie im Weg gestanden, sondern haben mich eigentlich immer unterstützt in dem, was ich gemacht habe. Mhm. Das ist sehr viel wert. Ja. Da gab es nie Probleme. Die Fotos, die du machst, macht die deine Freundin oder eher ein anderer Freund oder wer oder eher ein Random teilweise? Also, also früher war es so, irgendwie ich mit Lukas gestartet habe, haben wir uns gegenseitig mal fotografiert. So haben wir beide auch gelernt, mit einer Kamera umzugehen. Und ja, also teilweise macht man das Foto selber mit Stativ, wenn man jetzt keinen hat. Mhm. Ansonsten macht das eigentlich immer da ein Kollege, der halt gerade mit ist. Stellt man ihm die Kamera ein, sagst ja, da so stellst dich hin und dann machst du halt das Foto. Und apropos Kamera, habt ihr da schon so richtiges Profi-Equipment oder reicht zum Beispiel ein iPhone ein neues oder halt ein neues Smartphone generell? Es gibt Influencer, die mit Handys gut durchkommen, sage ich mal. Aber dadurch, dass auch er hat Leidenschaft ist, Fotografieren und Filmen, haben wir uns da schon einiges an Equipment eben angelegt. Also jeder hat eine Kamera mit verschiedenen Objektiven, wir haben eine Drohne, wir haben verschiedene GoPros, alles mögliche eigentlich. Fluglizenz eh auch für die Drohne, gell? Das ist sehr gut. Aber wann braucht man die? Ich habe keine Ahnung. Aber es war eine Zeit lang was recht streng, glaube ich. Immer. Ja. Also bei jeder braucht man. Also muss den Führerschein muss man machen, ja. Ist der aufwendig oder? Bitte? Ist der aufwendig oder? Also manche sagen ja, aber ich habe das in, war das in einer halben Stunde, war das erledigt. Achso, du hast den wirklich? Okay. Ja, ja. Okay. Wenn man es auch so hinschätzt. Okay. Ja, die nächste Frage ist, ob du noch irgendwas anderes nebenbei machst. Also ob du zum Beispiel studierst oder ob du dir überlegst, nebenbei vielleicht ein Studium anzufangen oder so. Nein, also wie gesagt, mach da Influencer und dann noch das mit der Agentur. Und das ist zeitfüllend, oder? Also schon. Ja, okay. Wird schon sein. Ja, cool. Also Portugal, ich bin schon sehr gespannt, ja, was du posten wirst. Ja, poste dann was, auf jeden Fall. Schauen. Ja, das wird sicher cool. Und kannst du selber surfen eigentlich oder lernst du es dort dann? Ja, also ich war schon zweimal surfen und viel Wakeboarden, also
denke schon, dass ich das. Dort in Portugal sind natürlich andere Wellen. Mhm. Aber ist das Windsurfen oder normales? Nein, normalen Wellenreiten. Okay. Puh, okay, das stelle ich mir schon recht schwer vor, eigentlich, muss ich sagen. Ja, da tue ich auch viel Snowboard im Winter. Also, wie mit unseren Astralkörpern, glaube ich, würden uns da jetzt nicht so. Für mich ist immer schon der Start, also du bist auf der Welle, liegst halt ungemütlich am Board drauf, also so, steh mal auf. Und mehr wird es bei mir nicht, ich bleib liegen. Ja, weil ich das draufstehen und dann das Balancieren und so weiter, braucht man sicher eine gute Körperspannung. Ja, also sollte man schon umgehen damit können. Ja. Apropos Körperspannung, Fitness ist ja auch dein Thema. Ja. Wie oft in der Woche gehst du trainieren? Oder nein, ich wollte zuerst was anderes fragen. Warum machst du eigentlich Sport? Warum? Ja, ist eigentlich eine interessante Frage. Vor allem für uns. Also, nein, ich mache eigentlich, um mich fit zu halten. Ja. Ja. Also es ist Leidenschaft einfach. Also ich mache es, weil ich es gerne mache. Ich kann es zu 100% unterschreiben. Ja, ja. Also ich mache es eigentlich auch, weil ich es gerne mache. Genau. Ich mache auch manche Dinge, die ich gerne mache. Ja, ja. Sport okay. Überhaupt, ja. Also ich bin mit dem aufgewachsen, ja. Ich habe da in meiner Arbeit ein paar Leute gefragt, was die so für Sportfragen hätten. Und da sind viele Sportmuffel dabei, also in der Arbeit jetzt, genau. Und die wollten fragen, was würdest du einem Sportmuffel raten, quasi, dass er sich antreibt und dass er mal Sport macht, dass er irgendwie starten kann, was motivierend ist. Schwierig. Frage, ob ich das kommt immer davon auf die Person, gell? Aber, ja. Ich meine, das kommt immer auf die Person drauf an. Du musst das selber wollen. Ja, freut es dich immer? Zu 99%, ja. Aber du bist halt schon in diesem Modus drin, also, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht trainieren kann, wenn ich jetzt verletzt bin oder krank, dann wäre ich schon arzt so depressiv, weil ich nicht trainieren gehen kann. Ich habe schon Arztsuche. Habe ich noch nie gehabt, bei mir ist es umgekehrt. aber ich verstehe das schon. Also ich habe das schon öfters gehört. Also ja. Tatsächlich beschreiben das einige, die sagen, ja. Wenn sie regelmäßig Sport machen, ich war noch nie in diesem Hoch, aber angeblich ist das so, dass wenn man dann nicht mehr Sport machen kann, dass es dann schlimm ist. Ja, ja. Also die brauchen das dann auch. Sucht, ja. Ich glaube einfach, vielleicht so für die jetzt nicht so motiviert sind, versuchen die so ein, zwei Monate irgendwie, dass sie sich in den ein, zwei Monaten irgendwie motivieren. Und ich glaube, wenn man dann, sobald man Ergebnisse oder so erzielt, dann ist, glaube ich, jeder motiviert und versucht weiterzumachen, wenn er ehrgeizig ist. Warst du immer schon sportlich? Ja. Also ich war früher Geräteturnen. In jungen Jahren. Ich habe Fußball gespielt. Ich kenne dich von woher? Vom Geräteturnverein. Ja. Wirklich? Nein, mein Spaß. Also ich. Achso. Das ist eigentlich. Ja, Zuschauer. Zuschauer, ja, höchstens. wir haben noch eine Frage und zwar, also wie du dein Fitnesslevel beigehalten hast, vor allem jetzt in dieser schweren Corona-Zeit. Fitnessstudios alle zu. Hast du ein eigenes Studio zu Hause oder wie hast du trainiert? Also ich habe das Glück, dass ich eben mit den Kollegen, mit denen ich das Ganze gestartet habe, mit dem Lukas, ein guter Freund von mir, sein Dad hat so ein verlassenes Haus, wo wir das nutzen konnten und wir hatten, also er hatte dann auch so eine Kooperation mit Herstellern, die eben Fitnessgeräte herstellen und da haben wir uns ein ganzes Gym eigentlich einrichten dürfen. Okay, das ist ziemlich geil. Ja, das ist schon. Das da haben wir schön ausgemalt, das Haus ein bisschen hergerichtet, weil es schon sehr alt war und ja, haben da ziemlich viel Zeit und Leidenschaft reingesteckt und da haben wir immer getrieben. Trainiert. Zurzeit, man kriegt irgendwie keine Gewichte oder so. Gibt es einen Engpass jetzt, oder? Ja, das ist, okay. Also, wir haben echt Masern gehabt. Wir haben alles gekauft, Chris. Das liegt in der Garage, dort liegt es gut. Ja. Genau, Corona haben wir schon. So, wie würdest du deinen Channel beschreiben? Würdest du eher sagen, ist es ein Fitness-Channel, ist es ein Vlog oder eher ist es eher so ein mit Snowboarden, also ein Action-Vlog? Also machst du eher so, weiß nicht, Snowboarden, Skifahren, Surfen steht da jetzt dabei. Also wenn du jetzt deinen Channel ein bisschen beschreiben müsstest, für jemanden, der jetzt noch nicht reingeschaut hat, also wir haben vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, die jetzt noch nicht reingeschaut haben in deinen Channel, was würdest du jetzt so kurz beschreiben, warum lohnt es sich, in deinen Channel zu schauen? Also ich lege hohen Wert auf professionellen Content, auch was Videos angeht und so. Das einfach, glaube ich, schön ist anzuschauen. Und ja, ich versuche halt ein bisschen mit meinen ganzen Sachen zu vermitteln, dass ja, wir halt so auf einer schönen Welt leben und dass man halt mehr rausgehen soll und dass ich das Ganze anschaue, ein bisschen neue Sachen erkunden und Spaß zu haben. Also du versuchst ein bisschen auch deine Zuseher sozusagen oder die halt auf deinem Channel raufgehen, ein bisschen auch so zu motivieren. Also ja, genau. Okay. Ja. Wie ist so das Feedback von der Community? Chatten dich Leute an und sagen, hey, ich finde deinen Blog cool und so. Gibt es auch Negatives? Wie ist so das Feedback generell? Ja, also früher war es sehr extrem, also so viel Negatives, aber auch sehr viel Positives. Mittlerweile
habe ich halt meine Community und die wissen, also die stehen zu mir und die anderen, die nicht, dann die nicht. Aber also ich habe jetzt nicht irgendwie Fragen oder schlechtes Feedback. Okay. Eher weniger. Ja, weil du sagst, früher war da auch schlechte. Ich meine, ich würde nicht wissen, ja, was mich dazu bewegt, jemanden zu schreiben, dass es das habe ich, hab ich auch nicht verstanden. Meine, aber ja, offen ist es gar nicht klar. Das ist einfach der Neid oder keine Ahnung. Ja, was, mich, na, was war da so dabei? Warte, lass mich mal kurz, was war da so für schlechte Nachrichten dabei? Das interessiert mich jetzt. Ja, das ist halt schon recht lang her. Was waren da? Weiß nicht, es waren halt immer so unnötige Kommentare einfach. Okay. Also, okay, jetzt, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt genau geschrieben habe. Nein, ist eh gut. Dann ist schon so lange her, dass du dich nicht mehr erinnern kannst. Passt. Verdrängt. Was mich viel mehr interessiert ist, wie viele Sexanfragen bekommst du von deiner Community? Bei 80.000 Leuten denke ich mal, da wird da sicher mal irgendwas kommen oder so. Tatsächlich nicht viel. Ne? Nicht? Okay. Also Sex, was ist für dich Sex? Ja, also so, was, reduzieren wir es ein bisschen und sagen wir so in Richtung Dating. Also, wie viele wollen dich daten? Wie viele sagen so, hey, hast du eine Freundin? Wie auch immer. Also, ja, also schon, wir schreiben schon ein paar Frauen und so. Und hast du? Also ein bisschen mal drauf eingegangen. Würde ich natürlich nie machen, aber. Also eher weniger, ne? Aber schon. Ein bisschen in einer Beziehung zur Zeit? Ja, weniger ist nicht nein. Ja. Ich habe ja gesagt, das ist schon mal vorkommen. Ne? Okay. Hast du eine Freundin gerade? Ja, habe ich. Und wie ist das für die halt? Also liest du denn mit oder? Frag jetzt sie deinen Instagram-Account. Sie ist das sehr offen. Also. Okay, offene Beziehung, oder? Nein, das ist jetzt ab 21 Uhr. Die Moderatoren sind da, also das ist keine Frage in dem. Okay, da sind ein paar weitere Fragen gekommen. Sind deine Eltern stolz auf dich? Also ich glaube, du hast das vorher gesagt, sie unterstützen dich, aber ist es auch so gefangen, dass sie schon mal gesagt haben, Bulli, ich bin stolz auf dich? Also so ein Klopf auf die Schulter oder so, ist das schon mal. Weil du hast es ja aus dem Nichts eigentlich geschaffen, ja? Also eine Community zu erreichen mit 80.000 aus dem Nichts heraus, ja? Und ja, aus einem kleinen Vorort wie hier. Also, das klingt ja vielen Fernsehsendern, nicht 80.000 Leute zu erreichen. Also, so direkt hast du es vielleicht irgendwann mal gesagt, aber das wird mir jetzt nicht so einfallen. Also, okay. Also, ich glaub, also ich weiß, dass sie stolz auf mich sind, das weiß ich. Ja. So direkt haben sie mir jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt. Da war irgendwas, ob du auch Kooperationen ablehnst. Ja, das war am Anfang schon, beantwortet. Schon. Ja. Okay. Also du hast ja gesagt, du lehnst auch Kooperationen ab, ja, oder sagst, das viele. Passt einfach. Sehr viele sehr sogar, viele. Okay. Okay. Gab es einen Punkt, an dem du dir die ganze Influencer-Sache mal überdacht hast und dachtest, ich will damit aufhören, oder ist das ja wirklich? Ja. Wie oft, ist das öfters vorkommen, oder ist das... Ja, ich das so immer wieder vorstellen. Hast du ja gesagt, war ich noch nicht mal fertig. Ja. Ah ja, du hast ja gesagt, du bist dann ein Plateau hast zurzeit, ne? Also ein kommt kein Zuwachs mehr dazu. Ja, genau. Aber okay, das ist jetzt nicht der Grund. Also ich möchte einfach eher zum Background. Finde ich cooler. Mhm. Also eher die Agentur ist dann dein... Ja, voll, ja. Okay. Das heißt, du würdest lieber Leuten zum Erfolg eines Influencers verhelfen, als selber Influencer zu sein? Kann man das so sagen? Also ich mache es ja nicht für einzelne Personen, weil Influencer ist ja eher eine einzelne, ja, Person. Ich mache es halt für Firmen, dass ich halt die Firmen großziehe, sozusagen. Ah, okay. Deren Produkte oder deren Dienstleistung. Sind auch ganz bekannte Firmen dabei? Oder sind es eher Nischenfirmen, die eine ganz bestimmte, ja, Lösung haben für etwas? Also wir haben kleine, wir haben große, also so kleine Restaurants in Wien zum Beispiel. Mhm. Oder auch eher größere wie Höllinger Fruchtsäfte, falls ihr die kennst. Ja, ja. Also die sind auch europaweit, so viel auch in Dubai, Portugal, Spanien. Haben die schon eigene Angestellte, die sich quasi nach Influencern umschauen, die deren Produkt gut vermarkten können? Oder gibt es dazwischen eben solche Agenturen, wie du jetzt eine hast? Genau, wir sind dann eben die Agentur, die sich darum kümmert. Okay, na gut, da brauchst du die Community auch, du musst Influencer kennen, du musst wissen, genau, wer, ja, bewirbt, ja, was, wir haben halt das Netzwerk das auch, also ja, wir kennen schon einige Influencer, sage ich mal, was, ja, auch unsere Freunde sind sozusagen. Also die kennt man einfach von Veranstaltungen, von anderen Kooperationen. Genau, und man update eigentlich immer sehr zusammen. Das finde ich cool. Also, dass man sich so gegenseitig, weiß nicht, so eine Hand wäscht die andere, ja, so, genau, so pusht. Ja. Aber finde ich dann interessant, dass, wenn du sagst, du hast vorhin gesagt, ein Freund von dir, Lukas oder so hast du gesagt, ja, glaube ich, hat so 130.000 Follower. Ja. Jetzt hat er ein bisschen mehr als du. Interessant, dass das nicht irgendwie so, wenn man dann doch Kooperationen macht gemeinsam oder so, dass da nicht irgendwie ein bisschen was, dass man sich so voneinander, dass man so Follower tauscht, na, oder so. Das finde ich spannend. Also gar nicht. Im Gegenteil, wir nützen das und tun uns zusammen zum Beispiel mit dem Gym und sagen, hey, wir haben, wenn wir es dann zusammenrechnen, mit 80 und 130 haben wir eine viel größere Reichweite. Wir würden das gern zusammen machen, wo wir da Interesse hätten. So. Ah, verstehe. Dann
Wir haben übrigens heute hat er schon einen positiven Aspekt gehabt. Wir zwei, aufgrund unserer körperlichen Situation, gibt es jemanden, der sich durch uns jetzt besser fühlt? Ja, ich hab's mal gegessen. Finde ich sehr lauernd. Ja, also ich fühle mich wegen meines Übergewichts nun auch nicht mehr so schlecht. Jetzt, also, aber uns geht es natürlich jetzt ganz schlimm. Nein, nein, aber das meine ich mit was in die Welt tragen, was Gutes auch geben, ja, genau, den Leuten ja, was zurückgeben. Einfach das, ja. Wir haben uns gedacht, wir sind extra dick jetzt geworden, ne? Nur für den Termin heute, damit wir. Ist auch eine Arbeit und kostet ja, auch ein Geld. Also von dem her, das kann ich. Ja. Okay, es gibt einige weitere Fragen. Wie lange willst du das noch machen und hast du noch irgendwelche Ziele, die du in der Zukunft noch erreichen willst? Also gibt's ja, das irgendwie, schon aber eine Anzahl an Followern oder so, haben wir das auch schon gefragt? Zum Beispiel, nein, willst du das nicht. Noch erreichen möchtest? Ziel. Genau, ja. Habe ich kein Ziel. Also ich mache so weiter, so dass mir Spaß macht. Und ja, mein Ziel ist eigentlich dann eher von so Plattformen wegzugehen, muss ich ehrlich sagen. Okay, wirklich? Okay. Gibt es cool. eine Wunschbrand, die du mal unbedingt vertreten willst? Also eine Marke, die du halt urgern promoten würdest? Hätte ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Aber McDonald's. Also mit GoPro wäre schon richtig nice. Aha. Mit GoPro direkt. Ja, das wäre jetzt für Surfcamp Solaround, ja. oder? Also könnte man eh mal schauen. Ja, weiß nicht. Also sowas wäre schon cool oder so Nike. Ja. Also, cool. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, falls jemand von GoPro oder von Nike hier in diesen Zuhörer... Und die Wahrscheinlichkeit ist easy. Die ist easy groß, eine millionengroße Reichweite. Aber sollte das sein, vielleicht kennt wer, der wem kennt, dann bitte schreibt es uns an. Sehr der Patrick sucht eine Kooperation mit Nike oder GoPro. Adidas auch okay, oder? Kann man auch. Adidas ist auch okay. Man kann entweder Nike oder Adidas machen. Das geht nicht beides. Okay, ist es dir in Zukunft irgendwann mal auf Instagram, also wegen einem Verifizieren, wegen einem blauen Hakerl? Vielleicht erklärst du kurz, was Verifizieren ist auf Instagram und dann, ob dir das wichtig ist oder nicht. Also das ist, dieser blaue Haken ist dazu da, also den kriegt man, wenn man zum Beispiel eine Person des öffentlichen Lebens ist, wenn man wirklich schon mal im Fernsehen war oder in einer Show, dann kriegt man... Was ja heute eigentlich der Fall ist. Eigentlich schon, muss ich gleich beantragen. Nein, wie gesagt, das muss man beantragen auf Instagram, dann muss man denen alles Mögliche schicken an deine ganzen Daten, ein Foto vom Reisepass und welcher Show du warst, welcher Zeitung oder sonstiges. Und die bestätigen das und dann geben sie den halt den blauen Haken. Keller Talk, wir bestätigen das. Genau. Falls du was brauchst, wir bestätigen das. Ja, es gibt jetzt eine kritische Frage. Also es steht hier aber extra noch der Zusatz dabei, oder wurde die gerade wieder gelöst? Oh, nein, ist eh noch da. Weil die Atmosphäre ja zu locker ist, ist eine kritische Frage, und zwar... Dem ist das zu locker. Ja, es ist ihm zu locker, deswegen will er jetzt, dass die Stimmung ein bisschen ernster werden würde. Ist es langfristig erfüllend, wenn man ein Produkt bewirbt oder ein oberflächliches Surfen oder diverse Wellen, oder was auch immer das heißt, auf diversen Wellen? Also ist es für dich erfüllend, dieses, von Kritiker würden sagen, oberflächliche Leben, dass du so ein bisschen publizierst? Ich finde, es ist eigentlich recht cool, also du machst das, was du halt machst. Aber ist es für dich erfüllend oder hast du eher das Gefühl, du produzierst nur so oberflächlichen Content und hast irgendwie das Gefühl, dass du als Person irgendwie untergehst in dem, was du machst? Ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass das sehr oberflächlich ist. Deswegen auch einer der Gründe, warum ich das in Zukunft nicht mehr so weitermachen möchte. Mhm. Aber hin und wieder merkt man schon, dass man was Gutes tut, wenn zum Beispiel irgendwer schreibt, hey, danke, dass du, weil ich war mal alleine auf Reisen. Und fand das ziemlich cool und habe halt den Leuten gemeint, hey, macht das auch mal, wenn ihr Bock habt und Zeit habt. Das ist eine coole Erfahrung und dann haben das tatsächlich so ein paar Leute gemacht und haben geschrieben, so danke, dass du das gemacht hast, ich habe das auch durchzogen und ja, war eine coole Erfahrung. Und dann haben wir noch so, ja klar, und habe ich doch ein paar so Leute irgendwie ja, zeigen können. Ja, also du berührst offensichtlich auch Leute im Positiven. Also es ja. ist diese Oberflächlichkeit, die es vermeintlich scheint, auch unser Kommentar zielt darauf, ist es ja dann gar nicht. Es ist ja gar nicht oberflächlich. Es wirkt für jemanden Außenstehenden, ja. aber von 80.000 Leuten gibt es wahrscheinlich 50%, die sagen, okay, schön, ein Foto am Strand berührt mich gar nicht. Ja? Und 50% denken sich, ma, das gibt mir jetzt genau diese Berührung, die ich gerade will, weil ja, ich sehe nämlich auch nach Strand oder wie auch immer. Also, ja. Ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal behandeln, oder? Also, nee, ich finde, der Gedanke ist schlecht. Also es ist nicht ich finde, es ist nicht oberflächlich, weil jede Person macht halt ihr eigenes Ding und redest du auch in deinen Stories? Also erzählst du auch ein bisschen was, oder? Ja, aber nicht so viel wie
andere. Okay. Wenn man bei der Oberfläche, ist es nicht so, dass man ein bisschen, man muss als User auch aufpassen, dass man sich in dieser Welt nicht ein bisschen verirrt, weil ich denke mir, wenn ich dauernd sehe, wie da es anderen Leuten nur geht, fühlt man sich selber vielleicht automatisch schlecht. Ich gebe kurz ein Gegenbeispiel, wenn man armes Deutschland oder irgendwas auf ATV schaut, fühlt man sich automatisch besser, weil sich denkt, andere gibt es auch viel schlechter als uns. Mit dem Leben. Mit dem Leben, ja, klar. Also das ist tatsächlich so, also ich merke das schon manchmal, wenn jetzt zum Beispiel, weiß man, jeder hat so mal so seine schlechten Zeiten. Und wenn man dann die ganze Zeit auf Instagram schaut, okay, die machen das und das, boah, das würde ich auch gerne machen. Ich glaube schon, dass es einen Unterbewusst schon ein bisschen stresst. So. Jetzt habe ich vergessen, was ich hinaus wollte. Ist okay, aber ich rede einfach fremd auf los. Ja, nein, einfach. Ich habe auch keine Ahnung, was man sagen. Und dass man sich vielleicht schlechter fühlt, haben wir gesagt? Ja. Ich habe es noch immer nicht. Mach nichts, wir überspringen das. Ja. Was ist heute gegessen zum Beispiel? Würde mich auch interessieren, wie du dich ernährst und so weiter. Gesund. Also vegan? Ich war vegan, also ich habe es mal ausprobiert. Ich bin es jetzt nicht mehr so 100%, aber es war bei mir halt so, ich habe sehr viel Fleisch gegessen früher. Also ich habe einen halben Kilo Verschicktes am Tag gegessen. Weil ich halt geglaubt habe, als Pumper, das muss man, meine Muskeln brauchen das. Na, Eiweiß brauchst du grundsätzlich. Ja, also das, aber ja, das war viel zu viel. Und ich habe mich dann, damit begonnen, ein bisschen mehr darüber zu lesen, mich zu recherchieren, wie schlecht das eigentlich ist, der ganze Konsum und was ich damit alles auslöse. Und dann habe ich mal so beschlossen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal, mache so eine Challenge, einen Monat vegan. mir ist super dabei gegangen. Ich habe dann halt meine ganze Küche vegan umgestellt und habe das auch recht durchzogen und habe das auch auf meiner Community geteilt. Und ja, dann hat mir das eigentlich gefallen und habe das ein halbes Jahr dann so eigentlich weitergemacht. Und dann habe ich trotzdem irgendwann, also ich möchte nicht so, wenn ich irgendwo, ich bin halt viel unterwegs auch und irgendwo eingeladen und wenn es dir nichts Veganes gibt, möchte ich nicht sagen, so, nee, ich esse jetzt nichts so. Das ist unangenehm. Ja, kenne ich. Das sage ich jetzt nicht, nein, weißt du, dann esse ich auch ab und zu mal ein Fleisch oder so. Oder finde ich sehr sympathisch. Ja. Also, aber ich habe seitdem sehr, sehr reduziert. Also ich esse, wenn ich selber koche, gar kein Fleisch mehr. Es ist wirklich nur, wenn ich unterwegs bin. Und zum Milchprodukte kommt ganz selten vor, dass ich mal. Und deine Hauptproteinquelle ist dann was? Es gibt mittlerweile so viele, zum Beispiel Nudeln beim Biller, gibt es welche. Die haben. Bei einem Lebensmittelgeschäft? Nein, wir haben Dauerwerbesendung irgendwo stehen. Ach so, ja. Alles gut. Kannst sagen, was du willst. Ja. Da gibt es Nudeln, die schon einen sehr hohen Eiweißgehalt sind, weil die halt aus Basis, Kichererbsenbasis oder so sind. Ah ja, schon gesehen. Und da hast du halt mit den Nudeln schon ziemlich viel und dann schneidest du noch ein bisschen Gemüse rein oder Tofu oder sonstiges und dann bist du auch auf dein Eiweißgehalt. Also. Mhm. Okay. Aber du achtest schon, also wenn du durch die Regale schlenderst im Supermarkt, ist es wahrscheinlich nicht so wie bei uns, dass du sagst, oh, das will ich, das will ich, das will ich, sondern du achtest halt schon speziell drauf und sagst, okay, ich möchte mich tatsächlich wirklich nur gesund ernähren, oder? Also, ja, schon. Ja. So ein Kucherl oder so, mal, wenn es vorbeigehst? Ja, natürlich. Also oder Leberkasse immer. Wenn ich, schon mal, merkt, wenn man das schon so verniedlichend ausdrückt, Leberkasse-Semmel, ist nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Eine Leberkasse-Semmel in dem Sinne ist dann schon schlimmer. Da steht nämlich was über Alkohol, das interessiert mich gleich. Ja, trinkst du prinzipiell Alkohol, ja, ist die Frage. Ja, freilich. Ja. Viel, oder? Nein. Kommt schon mal vor. Okay, und achtest du darauf, was du isst, um deine Körperform zu halten? Ich glaube. Ja, das haben wir gerade beantwortet. Ob die Kamera eher vielleicht mal in den Zoom gehen kann. Ja. Definitiv, ja. Genau. Ich habe da noch eine coole Frage. Als Influencer hast du ja sicher irgendwelche Gegenstände oder generell als Person des täglichen Lebens, will ich es jetzt mal benennen, unter die du gar nicht leben kannst. Welche sind das? Ja, mein Handy eigentlich. Sonst gibt's nichts. Gibt's nichts? Ja. Ja, Kleidung wird überbewertet, finde ich auch. Ja, ja schon. Nein, also ohne dein Handy geht gar nicht. Ja, schon. Also es läuft halt alles übers Handy. Mhm. Also, ja, verstehe. Kriegst du ohne Handy aus dem Haus? Nein. Bist du verrückt? Ja. Du hast sogar noch eine Apple Watch. Ich hab sogar eine Apple Watch. Der kennt sogar nicht Stürz. Ruf die Rettung automatisch. Er steht immer so da. Es so, also vibriert das Handy, er macht mal gar nichts. Schon auf die Uhr, wer ruft an? Okay, und dann erst dann bewegt er sich. Ist eigentlich ja, man muss Kalorien sparen. Muss ja. Okay, was macht dir am Bloggen bzw. am Posten am meisten Spaß? Du hast jetzt gesagt, es gibt einige Sachen, wo du sagst, das geht dir ein bisschen so am Zipfel, sag ich jetzt mal. Aber was macht dir von all dem, was du machst, am meisten Spaß? Also wo sagst du, da blühe ich auf? Den Content kreieren.
also kreativ zu sein und schauen, okay, von der Perspektive, mit dem Licht, schaut das Foto am besten aus, kommt am besten rüber und ein geiles Foto oder ein geiles Video rüberzubringen. Ja, darf ich dich dann bitten, vielleicht, ob du aus deiner Perspektive dann nochmal ein Foto hier machen kannst und das bei dir posten kannst vielleicht, weil ich meine, das Equipment für einen Podcast ist nicht so schlecht, oder? Ich finde, ja. Drei Kameras, ein paar Bildschirme. Das wurden sogar genau nach deinen Nudeln gefragt. Also, also die es beim Bilder zum Kaufen gibt, meine ich. Welche das sind. Definitiv vorlesen. Welche Nudeln sind das? Ja. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich poste später einfach immer eine Story und dann derjenige soll einfach vorbei. Ich suche direkt Follower, ne? Ich sag's nicht, aber. Verlinke auf jeden Fall Keller Talk. Ja, ja, gerne. Welchen Tipp kannst du anderen Influencern mit auf den Weg geben, die noch am Anfang stehen? Das haben wir ganz am Anfang schon beantwortet. Ja. Dranbleiben. Okay, ja, passt. Wollte ich gerade fragen, ob das nochmal ganz kurz. Weil vom ersten Post, da passiert noch nichts. Ja. Also auch vom ersten Podcast. Ich habe 2 Jahre lang da investiert, ohne einen Cent zu verdienen. Also. Und ja, wir haben Gott sei Dank echt geschaut. Also ich zumindest. Vollzeitstudent. Stipendium seit 100 Jahren. Was war das beste Geschenk, das du je bekommen hast? Also als Influencer nehme ich jetzt mal an, bist du da gemeint. Geschenk mit Kooperation gemeint? Oder? Genau, ich nehme an, irgend sowas. Also ein Auto, Wohnung, Haus, irgendwas. Lass mich kurz überlegen. Ein Kilo Whey Protein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kooperation mit Surfcamp ist schon sehr, also das geil. Ist schon, ja. Das heißt, die geht es mehr um die Aktivität auch, ja, an sich, oder? Viel, also so Produkte interessieren mich. Okay. Ja, ich finde, also zum Beispiel, wenn man gratis Essen kriegt, aus irgendwelchen Gründen aus immer, schmeckt das gleich besser. Ja, das bei uns wieder das Essen ist. Nein. Und wenn man mal gratis Urlaub macht, das ist irrsinnig klar. Urlaub, sein. Ja. Ja, schon. Also das ist das Gefühl dort, dass nächstes Mal nicht mehr was kostet. Ja, also man genießt auch gleich ganz anders. Ist es denn schon, also hattest du schon mal einen, ich nenne es jetzt mal, gesponserten Urlaub? Es ist halt doch Arbeit. Ja. Also viele glauben, okay, ich gehe jetzt hin, chill da. Aber ich mache mal schon Gedanken, wir machen so einen kleinen Plan, wie wir vorgehen, an welchen Tagen wir was machen. Und wir haben ja auch Produkte mit für andere Firmen, wann wir die am besten eben einbringen. Also ist schon noch Arbeit und dann müssen wir das Ganze auch noch bearbeiten und so. Also, ja, okay. Natürlich ist es halt schon sehr chillig, aber ist Arbeit auch noch dabei. Das heißt, du kannst den Urlaub eigentlich, du musst immer dein Handy bzw. deine Kamera dabei haben, oder? Weil alles, du willst ja versuchen, alles aufzufangen, um den... Nee, nicht immer. Nicht, okay, also gibt es auch Zeiten, wo du sagst, während dem Tag, während einem gesamten Drehtag, so nenne ich es jetzt mal für dich, wo du sagst, okay, jetzt Handy weg, Kamera weg, interessiert mich nicht, ich will das jetzt in Ruhe genießen. Ja, also ich habe tatsächlich so einmal in die Woche einen Tag, wo ich mein Handy gar nicht angreife. Okay, darf ich jetzt noch ein paar Fragen vielleicht beantworten? Machen wir die noch? Ja, und dann, also nochmal kurz konkretisiert auf das Geschenk, da ist konkretisiert worden, es geht um ein generelles Geschenk, also nicht nur als Influencer, sondern was war das schönste Geschenk, das du als Person jemals bekommen hast? Vielleicht will dir diese Person unbedingt was schenken. Sie will stoppen. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Wir parken das vielleicht nochmal kurz. Oder weißt du es? Also, ja, also es ist nichts. Es ist jetzt kein Gegenstand, sondern also das größte Geschenk, glaube ich, ist so, sind meine Geschwister, meine Familie. Okay, das finde ich sehr lieb. Also ja, ich sehr zu viert. Sehr sympathische, große Familie und sehr sympathische Antwort. Ich hoffe, das generiert jetzt mindestens 20.000 Follower, weil das ist wirklich sehr nett. Dann die nächste Frage ist, nie wieder Sport machen oder nie wieder etwas posten? Ich glaube, das wissen wir schon. Posten? Ja, war klar. Ja. Ja, wäre bei mir auch. Und die letzte Frage für heute. Was sagst du dazu, wenn Menschen leider sagen, dass Influencer kein richtiger Job ist, also Influencer da sein? Was ist so dein Konto auf das? Dann hat er ein Problem. Mit dir jetzt, oder? Ja, mit sich wenn man deinen Oberarm anschaut, dann hätte ich auch Sorge. Mit sich selber. Ich meine, warum? Man kann doch die Leute machen lassen, so, was ihnen Spaß macht. Und ist genauso ein Job, finde ich mittlerweile. Also, ja, sehe ich auch so. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du an deine Zuhörerinnen und Zuhörer oder die Gäste und Gästinnen? Gäste? Keine Ahnung. Das ist Gender, das ist Wahnsinn. Also an die du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchtest? Ja, also das, was ich vielleicht auch schon mal gesagt habe, was ich mit meinem Account versuche rüberzubringen, dass man einfach rausgehen soll, ein bisschen was erleben soll und ja, ein bisschen einfach Spaß haben und nicht nur, also nicht alles so ernst nehmen und
Trotzdem ist der Lockdown bald vorbei, dann können wir wieder alle rausgehen und Spaß haben miteinander. Ja, ja. Stimmt. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß. Drehen aber die Kameras auf. Genau. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen an alle. Wenn ihr auch hier in der Sendung sein wollt, ihr seid Influencer, ihr seid irgendein Professionist, ihr habt irgendetwas, was ihr unbedingt mit einer Community teilen möchtet, ihr wollt irgendwas erklären, dann schreibt uns bitte einfach. Wir haben auf unserer Twitch-Seite und auch im Chat, ihr könnt es euch einfach schreiben und wir können dann Kontakt mit euch aufnehmen. Auch wenn ihr irgendwann in einer interessanten Lebenssituation wart oder seid, also wir nehmen mal alle Themen auf, weil wir sind sehr interessiert, wie ihr gerade gesehen habt. Das macht uns einfach super Spaß, mit Leuten zu plaudern. Deshalb freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat gefallen. Vielen Dank. Danke. Ciao.